In der Zeit hat halt eine Person, die wirklich nicht ich bin. Nein, wirklich nicht. Also 2008 war ich noch wesentlich asozialer als jetzt. Und selbst das fand ich da schon richtig asozial. Human-sexuell. Du bist halt immer viel leiser. Der Begriff Homosexualität wurde übrigens vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren, weiß ich gar nicht mehr, 150 Jahren definiert. Der Begriff Homosexualität. Das war vorher. Ist nicht früher schon irgendwie relevant gewesen? Es war vorher irgendein. Es gab es einfach, aber es gab keinen Begriff dafür. Ach so. Vorher war man nur sexuell. Es hat halt keinen interessiert. Auch vor 100 Jahren wurde die deutsche Musik revolutioniert durch meinen guten Freund Richard Wagner, den verehr ich ja. Wagner, der große Antisemit. Oh, da sind wir ja mitten im Thema. Antisemitismus. Juhu! Nein, natürlich sind wir bei der deutschen Musik. Willkommen zum Brennpunkt Hörerwunsch. Heute dreht sich alles um Trailer Park, deutsche Bands, die sich aufgelöst haben und die sich nicht aufgelöst haben, die sich hätten auflösen sollen, vielleicht auch. Ja. Und so weiter. Da gibt es einige, die sich, aber nicht die Onkels. Mir fällt so eine ein. Nein, Tino. Mit zwei. Ja, vielen Dank an Patrick alias Erfrischungsstäbchen mittlerweile in der Lusterer-Wohlfühl-Oase. Die heißen doch alle jetzt so, oder? Ja, schon ein bisschen. Ich finde das so verwirrend, weil ich schon alle irgendwie verschiedene Bilder haben und Dion ist gar nicht Dion. Ja. Das ist so nervig. Es ist super verwirrend, aber wenn ich das jetzt nicht völlig durcheinander bringe, ist das Urwill, der ursprünglich halt 20 Euro gespendet hat für diesen Hörerwunsch. Ihm liegt es auf dem Herzen, dass wir Trailer Park besprechen. Und was Urwill will, das wird Urwill auch bekommen. Genau. Er hat geschrieben, Patrick, hier kommt der Brennpunkt Hörerwunsch, den ich aufgeschrieben habe. Die Trennung von Trailer Park it is. Ich so, hab's mitbekommen so ein bisschen, aber... Du hast es mitbekommen, ich halt gar nicht. Ich habe ihm auch geschrieben, dass wir da ein bisschen Wissenslücken haben und deswegen weiten wir dieses Thema dann einfach aus wie eine minderjährige Rosette im Priesterseminar. Und zwar auf deutsche Musik allgemein oder halt Bands, die sich aufgelöst haben oder auflösen sollten. Wir können auch so eine kleine Liste machen von Bands, die wir beide auflösen würden. Aber ich habe auch zu ihm geschrieben, ich finde es eh immer am geilsten, wenn wir so ein bisschen abschwurfeln ins Absurde. Das passiert so oder so, ob wir wollen oder wir nicht wollen. Weil Trailer Park, da habe ich am wenigsten noch mit der Musik da Kontakte. Hm. Ich war in der Trailer Park Bar in Berlin zum Beispiel. Ist das Gleiche, glaube ich. Ist das Gleiche? Nee, ist von denen tatsächlich. Die Ach haben, so. Die haben eine Bar gemacht. Also erstmal Trailer Park, wer auch so wenig weiß wie ich, ist ein Zusammenschluss aus Alligator und so drei anderen. Ja, noch zwei, sind das, zwei Rappern und einem Musiker. Sind das die 257er? Die einzeln? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall die asozialste Boyband Deutschlands. Aber Straßenbahn und Trailer Park sind doch verschiedene Schuhe, oder? Was ist ein Straßenband? 187 Straßenbande oder heißen die nicht ja, so? Ja, ich dachte, dass die zusammen mit Alligator Trailer Park sind. Was? Ich habe keine Ahnung. Sind das nicht irgendwie Battleboy Basti oder? 257er, ich gucke jetzt mal. Musikgruppe. Ach, 257er, ich dachte an 187 Straßenbande. Nee, ich glaube, das sind aber andere. Oder Blink 182. So. Das sind wiederum dieser Schließen, der war nackt beim Videopreis. Das war der wiederum, glaube ich. Aha. Das ist so verwirrend. Also im deutschen Hip-Hop kenne ich mich leider so gar nicht aus, obwohl das ja jetzt nicht zwangsläufig Hip-Hop ist. Das ist schon Pop, oder? Das ist schon Popmusik. Trailer Park? Ja, es ist Pop, Rap, Rockmusik. Die machen halt so. Also ich kenne schon die bekanntesten Songs, hat man auf jeden Fall mal gehört. Witzigerweise, die Asiatin, von der ich ab und zu mal erzählt habe, die ist sehr begeistert gewesen von, Bleib in der Schule und dieses andere da. Ich weiß es gerade nicht. Ich kenne nicht viel von denen. Ich habe so zwei, drei Songs in meiner Playlist von Trailer Park, aber ich mag sie auch. Aber sie sind für mich so ein bisschen die schlechteren KIZ oder die unauthentischen KIZ. Unauthentisch. Weil die machen auch ganz viel mit Pisse trinken und Mutter ficken und Vater vergewaltigen. Aber es kommt nicht so authentisch rüber wie bei KIZ, finde ich. Okay. Meine Meinung. Ja, jetzt musst du ja nicht mehr länger leiden, denn sie haben ja eine Auflösung bekannt gegeben, aber nicht aus dem Grund, dass sie sich hassen. Was heißt denn leiden? Ich finde die ja auch gut, aber nicht so gut wie jetzt KIZ. Okay. Und ich kann auch nur bestimmte Songs hören von denen. Ich mag von denen Falsche Band, fand ich ganz gut. Mhm. Sie haben so richtig schön eine Doppel-Trippel-Reime und so und Reimketten, was ich ganz schön finde, aber auch viele Dinge, die jetzt nicht neu sind. Ich finde das immer, ne? Das ist ja so ein bisschen mein Pet-Peeve oder so, dass ich so Assonanzen nicht so geil finde.
Also, ne, Bushido zum Beispiel, mein beliebtes Beispiel, Jakuza auf Computer. Im Rap-Game reimt sich das so, ja. Und bei klar, Goethe nicht. Bei Goethe halt nicht. Und das tut meinen Ohren einfach weh. Was ich jetzt manchmal auch bei meinen eigenen Liedern gemacht habe, zum Beispiel bei diesem Joker-Song, dass ich das Ende halt sauber reime, aber davor halt noch so ein paar Assonanzen einbaue. Aber das Ende muss schon sauber sein, sonst dreht sich bei mir alles um. Und das ist, ich verstehe das, dass es das Reimspektrum größer macht, dass du dann mehr reimen kannst, theoretisch. Ja. Aber es klingt für mich so unästhetisch. Für mich ist der Reim eher so ein Mittel zum Zweck. Also ich finde, als ich damals noch früher Texte geschrieben habe, vor langer Zeit, da war es mir nicht immer wichtig. Also es gab Songs, bei denen ich das beabsichtigt habe, mindestens 3 Silben zu reimen oder 2. Ja. Aber manchmal habe ich gemerkt, ich will jetzt was aussagen. Da versuche ich so ein bisschen Reime zu finden, die ähnlich sind, wo dir die Ohren schlackern. Ja, also ich habe das zum Beispiel, ich mag das bei zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie mein eigener Song heißt, Blutgrätsche. Ja. Mhm. Da habe ich einfach versucht, okay, ich habe jetzt ein Wort Stalingrad und ich möchte jetzt da irgendwie drauf rein, weil ich das witzig fand, so auf absurde, ne? Oder Knecht Erdbeer. So. Ja, Stalingrad ist ja auch simpel, da kannst du ja auch, wie heißt denn das, wenn du die gleichen Silben sogar hast wie Stalingrad und ich... Das ist ein Spit, glaube ich. Ich würde dir gerne was geben, doch der Türke Stalingrad oder ja, irgendwas. Das müsste ein Spit sein, aber wie gesagt, Spit. In der Hip-Hop-Szene kenne ich mich so gar nicht aus. Ich auch nicht. Moment... Ich muss gerade, red mal irgendwas, ich komme gerade auf meine eigenen Zeilen nicht. Ich wollte es dann anhand dieses Beispiels zeigen. Sie haben ja auch dann so Reime wie Guten Ton, Hurensohn, was du halt in jedem zweiten Hip-Hop-Song irgendwie hast. Deswegen fand ich Trailer Park nicht immer so originell wie jetzt KIZ oder so. War jetzt immer so meine Empfindung. Was ich auch noch gut fand von Trailer Park war Dicks Hacken, was sie, glaube ich, wo ich mir nicht sicher war, ob das von Alligator war oder von Trailer Park. Aber das geht so ein bisschen einher, weil es heißt irgendwie Alligator featuring Basti und so weiter, die ja auch bei Trailer Park sind. Oder nicht Basti, in irgendein anderer. Okay. Es ist verwirrend. Jedenfalls mochte ich Dicks Hacken von denen. Das ist auf dem Album jedenfalls von Trailer Park und Falsche Band. Die fand ich ganz gut. Die Blutgrätsche von Robin Osterafu. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz hier reinlauschen, weil ich dumm bin. Genau. Pass auf, ich hab's halt trotzdem versucht. Also ich habe zum Beispiel echt sehr schwer Geschlechtsverkehr, dass dann trotzdem jede einzelne Silbe quasi ein sauberer Reim ist. Mhm. Das finde ich schöner, um mich hier selbst mal kurz zu loben. Aber dieses wirklich, und das ist halt, das stört mich bei Alligator zum Beispiel auch. Ich weiß, dass der an sich clevere Texte hat so. Mhm. Aber jedes Mal denke ich, ach komm, das hätte man doch irgendwie, kann man das nicht irgendwie sauber machen? Und es ist dann halt dieses Computer-Jacuzza-Ding. Was mich so ein bisschen nervt. Finde ich gar nicht. Ich finde gerade bei Alligator die Texte so durchdacht und so millionenbödig, dass ich das völlig okay finde. Millionenbödig. Hör dir doch mal Wie zu Hause an. Es ist ein Meisterwerk. Ich kenne Wie zu Hause. Es ist ein Meisterwerk. Ich sag ja auch, das ist ja auch gut und ich mag das ja auch so. Ich höre es jetzt gar nicht so viel, aber ich finde es gut und ich kann es acknowledgen. Aber ich kann nichts dagegen machen, dass mich das halt stört. Ja. Mhm. So. Ey, was mich jetzt eher stört bei Reimen ist, wenn es immer die gleichen sind, wenn du dein Herz auf Schmerz reimst. Ja, sowas finde ich eher nervig. Das hast du im Englischen auch so oft. Ich denke, bei jedem zweiten Popsong ist irgendwie Peace of Mind und so. Ist halt auch so eine Phrase, die irgendwie jedes Mal drin vorkommt. Mhm. Oder Zweckreime. The Look in Your Eyes und so. Mhm. Das ist jeder zweite scheiß Liebessong ist irgendwie so eine Phrase. Ja. Das fällt einem, und das ist auch so ein Grund, warum ich immer denke, okay, wenn du jetzt 1000 Jahre alt wirst und jedes Mal immer wieder diese Scheiße dir geben musst, Fuck dich doch ab. Weil irgendwann ist halt auch mal alles gesagt, oder? Also klar, Sprache verändert sich, aber im Grunde mehr oder weniger. Es werden ja am Tag bestimmt so tausende neue Songs geschrieben und die sich alle unterscheiden. So sagte ich mir früher bei Melodien immer, weil es gibt ja auch nur wie 8 Töne oder so. Jetzt mal abgesehen von den ganzen Oktaven, aber es gibt 8 Töne. Und wenn sich da was wiederholt, das passiert ja auch sehr schnell. Ja, aber es gibt schon 1000 Jahre Musik. Da hat Vsauce ein ziemlich geiles Video drüber gemacht. Das ist ja, also es gibt ja dieses Phänomen, dass ganz viele Popsongs nur mit 4 gleichen Akkorden sind. Mhm. Hast du vielleicht schon von gehört. Ja, aber trotzdem gibt es da an Melodien und so viele Milliarden verschiedene Varianten, dass es theoretisch, was Melodien angeht, nicht, also klar gibt es dann immer mal ähnliche und mit Absicht auch, aber theoretisch gibt es da ein unendliches Spektrum. Mhm. Aber mehr oder weniger ist halt früher oder später, glaube ich, alles gesagt. Ja. Glaube ich. Glaube ich so. Nicht.
Doch. Es wird immer irgendwas Neues geben. Das merkst du ja schon an der Technik. Also früher fing man dann an, zum ersten Mal zu benutzen, I was calling you on the phone, so, dass dann Telefone aufkamen. Jetzt schreibt man viel über Chats und so. Also wir machten das SDP zum Beispiel. Mit neuer Technik kommen dann neue Lyrics. Ich hab, wie war das von STP, dieses, ich hab dir tausendmal, also du liest meine Nachrichten nicht und so nur blauer Haken. Das finde ich ja eigentlich ziemlich Panne in deutscher Musik, wenn es dann so relevant, also wenn so aktuelle Sachen eingebaut werden wie WhatsApp so und in 10 Jahren weiß keiner mehr, was WhatsApp ist vielleicht. Das so. Sind eben die aktuellen Bezüge. Du kennst ja auch die Doofen, ne? Ja. Die Band. Und wie Gerd Boning und der andere Olli Typ da, Dittrich. Olli Dittrich. Und ihre Texte sind tatsächlich auch nicht zeitlos. Ja. Also zum Beispiel Günter Strack haben sie in allen ihren Songs immer versucht zu verwursteln. So, warum trägt Günter Strack keinen Anorak und so? Oder so du hast einen Vollbart, so wie Rudolf Scharping. Das waren halt Politiker früher, die man kannte, aber heute kennen die keinen Schwein mehr. Ja. Deswegen kann man heutigen Jugendlichen diese Songs nicht mehr vorspielen. Da hast du recht, das ist ein Problem. Aber für die Zeit ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich finde, dass Musik auch durchaus aktuell sein kann, wenn man aktuelle Bezüge beziehen möchte. Und man ist nicht gezwungen, zeitlose Kunst zu machen, finde ich. Es ist auch mal okay, dass ein Song mal nur eine Woche aktuell ist. Nee, ich sage ja auch nicht, dass das gezwungenermaßen so sein muss, ja. Doch, so kam es gerade rüber. Ich sag nur, dass es mich halt... Mich stört ein bisschen was. So. Ist auch in Ordnung. Das heißt ja, ich bin ja nicht Maß der Dinge. Ja, es ist ja nur mal meine. So. Also, Trailerpark lösen sich auf. Ich war zum Glück nochmal in der Trailerpark-Bar. Ich weiß nicht, ob die weiterhin besteht oder jetzt auch. Die ist vielleicht so erfolgreich, dass sie halt ihre Musik nicht mehr machen müssen. Also, das war so ein bisschen Running Gag. Wir waren so mit David und Fabian Siegesmund und so unterwegs und Kalle die ganze Zeit, oh, lass doch in die Trailerparkbar, immer wenn es heißt, okay, was machen wir heute so? Mhm. Und eines Tages sind wir tatsächlich in die Trailerparkbar und es war halt nicht so geil, muss man sagen. Es war aber auch gerade keiner da von den Leuten. Die sind konnte da man da Pisse trinken? Wie bitte? Konnte man da Pisse trinken? Nee, da konnte man keine Pisse trinken. Mhm. Aber auch das Klo war ziemlich ranzig, da sind lustige Sachen passiert, die ich jetzt nicht weiter ausführen will, aber ich hatte an dem Tag echt hart Blähungen und ich habe da Fabian Siegesmund ganz schön hart angefurzt, muss man sagen. Das war es. Und da ich nichts rieche, ich kann dann immer nicht sicher sein, okay, sind das gerade so richtig üble Dinge oder ist das gerade okay? Ich habe dann irgendwie ganz, ganz wildes asiatisches Essen vorher gegessen oder so. Und nach einer halben Stunde, wie wir da in der Trailerparkbar sitzen, sagst du Fabian Siegesmund so, Alter, kannst du jetzt mal aufhören, hier rumzufurzen, das ist ja widerlich. Das war richtig hart. Ja, das ist auf jeden Fall meine kleine Anekdote zu Trailerpark. Ansonsten habe ich da wirklich nicht so viele Berührungspunkte, muss ich sagen. Ich habe die auch nie live gesehen und auch nie verfolgt. Ich habe es ja so nebenbei gehört. Also Kalle feiert es hart, soweit ich weiß, aber wie gesagt, Hip-Hop, bin ich nicht so im Game. Also sie machen ja, ich habe jetzt auch ein bisschen recherchiert, noch 2 Konzerte in Köln und Berlin. Ja, Abschiedskonzerte. 2020, genau, goldener Schluss. Sie sagen ja genau, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, bla bla, habe ich jetzt noch rausrecherchiert in einer Minute. Ja, habe ich und auch. Und es ist nicht, nee, wir hassen uns jetzt. Aber ich weiß nicht. Aber ich vermute, es sind wirtschaftliche Gründe. Ich glaube, dass Alligator mit seinem Solo-Projekt so unterwegs ist, so erfolgreich ist, dass er das nicht mehr braucht. Und wenn er raus ist, dann brauchen die Trailer Park nicht zu machen, weil er ist halt die schillernde Figur von Trailer Park schon immer gewesen. Und der Rest, die machen auch, sind auch ganz gut dabei irgendwie. Die haben auch hohe Aufrufzahlen. Aber Trailer Park gab es ja auch schon, bevor Alligator dazugestoßen ist. Ah ja, ne? Genau. Alligator ist ja so ein bisschen eigentlich durch Julian wirklich bekannt geworden. Wobei viele sagen, das wäre früher oder später sowieso passiert. Aber Julian hat damals so ein 30-minütiges, so eine fast eine Doku über ihn gemacht mit Interviews und so. Und dadurch ist er tatsächlich richtig durchgestartet. Kurz danach kam Willst du? Und das ist ja rauf und runter überall lang. Das war sehr poppig. Und der Julian hat es auf jeden Fall ein bisschen gekickstartet, muss man vielleicht schon sagen. Ja, man kann immer sagen, es wäre eh passiert, aber er war halt der Erste, der es erkannt hat und hat dann Alligator gefördert. Und das war jetzt der Tod, also ich glaube, es ist der Tod von Trailer Park, sein Erfolg. Und dass Trailer Park sich nicht rentiert, also kann ich mir vorstellen. Trailer Park sind jetzt nicht das große Ding. Die hatten ja auch relativ krasse Konzerte, das weiß ich noch, dass sie irgendwie dass ab sie so 18 Nutten Konzerte hatten da irgendwie und konnten die Zuschauer hoch und mit denen rumhantieren, aber das waren alles nur Dicke. Nichts gegen Dicke, aber naja. Ich habe mal so ein Video von denen gesehen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das war auch sehr explizit und da haben sie halt so Live-Ausschnitte von dieser Ab-18-Tour gezeigt, wo dann auf der Bühne so Pornodarsteller und Rinnen dann verkehrt haben auf der Bühne. Also waren es nicht nur Dicke in dem Fall. Ich glaube nicht, also Pornodarsteller. Das wäre ein Grund für mich, nicht hinzugehen. Möglich. Aber ist auch nur meine Meinung. Ja, aber ganz, ganz gute Musik. Dick Sacken, finde ich, ist auch ein kleines Meisterwerk geworden. Aber wen ich halt mehr feiere, ist KIZ.
Sie sind ein bisschen konsequenter und sie wirken eben auch authentischer, das, was sie erzählen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt jede Mutter ficken, aber ich glaube, dass KIZ, die drücken sich irgendwie so aus, dass man ihnen das abnimmt. Sie spielen ihre Rollen irgendwie besser. Okay. Bei Trailer Park wirkt das immer so ein bisschen aufgesetzt. Ich kann mal ein paar Fun Facts jetzt raushauen. Do it. Beziehungsweise, ich lass dich lieber raten, denn ich habe mir die 10 erfolgreichsten deutschen Musiker angeschaut. Hm. Und da waren die ein oder anderen Überraschungen dabei. Deutschen oder deutschsprachig? Deutsch. Okay. Ja. Tino, was sagst du? Also ich habe die 10, dann kommt 9, 8, bla bla bla, bis zu Platz 4, glaube ich, kannte ich alle nicht tatsächlich, weil es halt irgendwelche Leute sind, von denen du es nicht weißt. Solokünstler oder Bands? Alles. Alles. Also die 10 kennst du auf jeden Fall. Was könnte die 10 sein? Also es ist jetzt schwierig, jetzt die Platzierungen auszumachen, aber ich denke mal, dass so Leute wie Herbert Grönemeyer drin sind, Udo Lindenberg werden drin sein, Capital Bra ist auf jeden Fall auch inzwischen drin. Du denkst zu klein tatsächlich. Zu klein? Capital Bra und diese ganzen Lackaffen, die hört man tatsächlich nur in Deutschland. Ach, es gibt deutsche die Künstler. Weltweit. Ja, 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 ach, ich dachte nur den deutschen Charts. Nee. Also ich weiß zum Beispiel, dass Falco der erfolgreichste deutschsprachige Künstler in den deutschen Charts ist. Der hat die meisten Singles verkauft. Ja, weil der ist leider in der Top 10 nicht drin. Und außerdem ist er nicht gebürtiger Österreicher, deswegen eben, genau. Würde der wahrscheinlich richtig, da ich meine, deswegen frage ich ja nach deutschsprachig. Ja. Und er ist auch, glaube ich, von den deutschsprachigen Künstlern irgendwie Platz 4 oder Platz 3 nach Rammstein und noch irgendwem. Ja, witzig. Also ich weiß gar nicht, was in dieser Liste, Rammstein taucht in dieser Liste nicht auf. Mhm. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Die touren vielleicht sehr erfolgreich, aber ihre Alben verkaufen sich vielleicht gar nicht so gut. Sie hatten auch nur einen Nummer 1 Hit, glaube ich, im Ausland. Benzin war, glaube ich, Platz 1 in Finnland oder so. Okay. Also auf jeden Fall Nena. Auf jeden Fall ist Nena drin. Sehr gut. Die Nena ist nämlich Platz 10. Ja. Und auf Platz 1 wirst du niemals kommen. Weil das war für mich so richtig, what? Na, Modern Talking werden auch drin sein, denke ich mal. Richtig, das ist die 4. Ja. Du arbeitest dich zu 1 hin sehr gut. Ja. Also zwischen Nena und Modern Talking waren halt nur Sachen, die ich nicht kannte. Aber Grönemeyer und Lindenberg sind nicht drin? Nein, das sind Affen. Ah, die waren ich hasse das, wie die singen, alle beide. Grönemeyer singt, als würde er auf dem Pott sitzen. Mensch. Und, ja, ich weiß. Und Lindenberg. Aber eher Grönemeyer. Den finde ich cooler als Lindenberg. Ja, weil er jetzt ja neulich keinen Millimeter nach rechts. Nee, ich habe ihn schon immer gehört, tatsächlich. Ja. Was hat er nicht Currywurst? Hatte der Currywurst? Currywurst, ja. So eine Scheiße, Alter. Hat doch richtig schon in den 80er, 90ern Songs gegen Nazis gemacht, so ja, hart im Hirn. Das ist ja von mir aus schön, ja, Asche auf sein Haupt, bla bla, nee, Asche auf mein Haupt. Man kann ja auch Leute nicht gut finden, die für die richtige Sache stehen. Der gibt mir einfach nicht so. So, warte mal, die Ärzte könnten auch drin sein? Nein. Nee? Gar nicht. Okay, also wir haben Nena. Also die 3 ist ein Produzent eher, würde ich sagen. Oder, ja, also, Dieter Bohlen, Frank Farian. Nee, Modern Talking ist da ist Dieter Bohlen, denke ich, irgendwie mit drin, keine Ahnung. Nee, es geht nicht um Produzent, sondern was sagt man? Ein DJ oder so, halt einer, der eher so, weißt du, Alex Christensen, so eine Scheiße, oder wie der sampled. Heißt. Alex C. Nee, Alex C. Kenn ich nicht. Aber jemand relativ du aktuelles. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Hat Kalle auch schon mal bei einem, ich glaube, Musikvideo oder so mitgemacht. Ich weiß es gerade nicht genau. Deutschsprachige Künstler, also es fällt mir ein bisschen schwer, also ich höre sehr viel Deutsch, aber ich kann mir nicht so viele vorstellen, die ich jetzt... Ich glaube, da kommst du nicht drauf, Robin Schulz ist es. Ach der? Ja. Ja doch, der Was ist ja ziemlich das? Gut. Ist das Produzent und aber gleichzeitig der DJ und der ist DJ. In der Szene, weißt du, ich mag halt handgemachte Musik, nicht so eine Scheiße, aber von mir aus Robin ja, Schulz, wenn es gut klingt, bin ich da recht offen, aber ich tendiere auch eher zu handgemacht. Du aber bist also rechtsoffen, ja? Rechtsoffen? Hab ich das gerade richtig genau gehört? Okay. Ich bin nicht recht offen, ich bin rechts offen. Okay. So, aber Platz 2 kennst du auf jeden Fall. Geh doch mal runter von 10 bis 1. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, die anderen. Ach so. Weil ich die halt echt nicht kannte, aber vielleicht kennst du sie ja. Okay. Ich kann es nochmal raussuchen, aber Platz 2 kennst du auf jeden Fall. Und es ist, also wenn man dann deutsche Leute kennt, also sowas wie Rammstein eigentlich, aber was halt international, ne? So in die Richtung, da kommt man eigentlich gut drauf. Hat mich auch überrascht, aber es ergibt schon Sinn. Richtung Rammstein, sagst du, ja? Irgendwie nee, so von also nicht jetzt irgendwie so eine Rammstein-Musik, sondern dass man weiß, okay, ist ein deutscher Künstler, ja. Aber international wird die Scheiße Solo-Künstler? Nee, vielleicht nicht. Nee. Ja, ist es ein Mann? Oder ist es eine Männerformation? Also offiziell ist es, glaube ich, eher eine Band. Mhm.
Naja, also No Angels waren ja auch mega erfolgreich, muss man auch sagen. Tic-Tac-Toe waren auch sehr erfolgreich, aber nicht im Ausland. Alles nichts, alles nichts. Ja, es ist schwer, woran wird es denn gemessen? An den Verkaufszahlen? Übrigens, ich glaube, die erfolgreichsten Bands innerhalb Deutschlands scheint The Scorpions zu sein. Aber das ist nochmal eine andere Liste, die ich hier gerade finde. Da ist die Ärzte auf Platz 2. Wir sehen verschieden. Zählen da die Singles, zählen die Alben, zählen die Chartplatzierungen, die Verkaufszahlen. Ausland, Inland, das sind halt die Fragen, die diese Antworten auch beeinflussen. Also ich habe auf jeden Fall gegoogelt, erfolgreichste deutsche Musiker. Ja, deutscher Musiker. Und da gibt es direkt einen Eintrag von swr.de. Ach, scheiße. Auf Platz 8 war übrigens noch Tokyo Hotel. Ah, ja. Die kannte ich doch. Doch. Ja. Mach mal die Top 10. Also 10 ist Nena. Ja, sehr gut. Also die konnte in den 80ern nicht singen, finde ich, aber sie hat sich echt gebessert. Das gönne ich ihr auch. Auf dem 9. Platz ist der erfolgreichste deutsche Interpret, blablabla, befindet sich Enigma. Ja, ein internationales Musikprojekt, deutsch-rumänisch Musikproduzenten, blablabla, kenne ich nicht. Aus den 80ern, 90ern. Dann haben wir Tokyo Hotel auf der 8. Auch gut. Alvaro Soler, ein deutsch-spanischer Popsänger. Dieser spanische Markt Despacito ist halt sehr groß, also von daher denke ich da, aber ich habe noch nie was davon gehört. Ich glaube ich auch nicht. Dann haben wir Snap. Ja, die kennt man ja auch. Ach, das ist I Got The Power, ist das? I Got The Power, genau. Witzig. Hätte ich nicht gedacht, dass es Deutsche sind. Dann haben wir Milli Vanilli, hatte ich schon mal gehört, aber sagt mir gerade nichts. Girl, you know it's true. Das? Okay. I love you. Das ist Platz 5 auf jeden Fall. Das Witzige ist ja, dass die sich auch aufgelöst haben, als dann rauskam, dass sie nur Lip-Sync-Künstler waren. Dass sie nicht echt gesungen haben. Bei irgendeinem Live-Konzert. Also Playback. Genau. Okay. Bei irgendeinem Konzert, wo sie live gespielt haben, hat die Platte gehangen. Da ging es so, girl, you know, it's girl, you know, it's girl, you know. Und dann siehst du richtig, wie die das noch mitmachen, hoffen, dass es weitergeht. Aber dann gehen die von der Bühne und ja, da mussten die einen Grammy zurückgeben und Fans waren enttäuscht. Einer von den beiden hat sich sogar umgebracht später. Okay. Aufgrund dieser Scham, sagt man. Und, aber das Ironische ist, die konnten eigentlich singen, alle beide, aber irgendwie sollten die nur tanzen. Okay. Ganz komisch. Spannende Geschichte. Modern Talking, da hat sich leider noch keiner von umgebracht, ist auf Platz 4. Leider. Robin Schulz, DJ und Produzent, bla bla bla, kommerzieller Durchbruch mit dem Remix des niederländischen Top 10 Hits Waves. Bla bla bla, Prayer, Sugar, Heatwave, kenne ich alles nicht. Sugar ist gut, finde ich. So, Platz 2, jetzt komm doch mal drauf, Tino. Platz ich hab's schon live gesehen auf dem Highfield 2017. Gib mal einen Tipp. Also ich kann dir einen Tipp geben, der sehr davon ablenkt, was für eine Band das ist. Nämlich bei dieser Live-Performance hat die Frontperson mit einer flammenden Gitarre performt. Aha. Das lenkt eher davon ab, was es für eine Band ist. Also singt diese Band auf Deutsch? Nee. Auf Englisch? Ja. Dem Rock zuzuordnen? Nein, eben nicht. Oh, dem Pop zuzuordnen? Würde man vielleicht sagen. Ich kann dir noch einen heißen Tipp geben, wenn du gar nicht drauf kommst. Mach mal. Also eine der Personen, die da mitmacht, heißt Hans. Oh, ja klar. Ich kenne keinen doch. Hans. Ein Hans-Peter? Hans-Peter? Habe Kerkeling? Hans? Nee. Wie würdest du dich, vielleicht kennst du das nicht, wie würdest du dich nennen, wenn dein Vorname Hans-Peter wäre? Was würdest du da für einen coolen Stage-Namen nehmen? Ach, Scooter hast du gesehen. Aha. Ah, H.P. Baxter. Ja, Mann. Ja, auf die wäre ich nicht gekommen, tatsächlich. Aber deutsche Leute, sehr international bekannt. Also ich finde H.P. Baxter echt sympathisch. Aber ich verstehe nicht, was er macht. Er schreit ja eigentlich immer nur, Party on. Ja, das ist so ein Evergreen meiner Gags, dass der, also Scooter ist für mich so mit einem Apfel immer. Also der hat ja dieses besondere Mikrofon. Ja. Und es sieht immer so aus, als würde er einen Apfel reinbeißen. Weißt du, weil er dieses... Ja, aber er trägt doch nichts dazu bei, oder? Zur Musik. Er hat doch immer keine so zwei Dudes. Nein, der schreit halt. Er ist ja Performer. Hallo? Hyper. Also er ist halt der Sänger, muss man halt sagen, wie es ist. Auch wenn er nicht wirklich singt. Er ruft halt immer irgendwas. Er rappt ja nicht mal. Ja. Es gibt einen Song, wo er singt. I'm Raving heißt das. Das singt ja auch mal einigermaßen. Okay. I'm Raving. Ja. Nicht meine Musik. Dann haben wir die Nummer 1 und da wäre ich also so gar nicht drauf gekommen, aber es ergibt schon Sinn. Helene Fischer. Nee, es ist halt was, wo du sagst, hä, die sind deutsch? Also, sie sind alle schwarz. Also daran lag es nicht. Bonnie M. Ja, sehr gut. Ach. Sehr gut, Tino. Klar weiß man, dass sie deutsch sind. Ich wusste das nicht. Die wurden von Frank Farian produziert. Steht hier auch, ja, aber ich wusste es einfach nicht. Und die hatten,
Die haben den gleichen Produzenten wie Milli Vanilli. Okay. Und auch die haben eine Playback performt, lustigerweise. Der Tänzer, es waren ja irgendwie vier Frauen und ein Mann. Der hat halt immer so rumgedanced, irgendwie ganz verrückt. Ja. Und der hat immer mal so Sachen reingesagt, so, she's crazy like a fool. Yeah. Daddy und, Cool, Rivers of Babylon. Und der hat eben auch nicht selber gesungen, es war auch Frank Farian selber, der das eingesungen hat. Witzig. She's crazy like a fool. Ja, aber das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt, wo ich es aber so lese, denke ich mir, ja klar, macht voll Sinn. Großartige Weil, Band, die waren, glaube ich, als ich 10 war, meine Lieblingsband. Da waren wir im Urlaub in Oberwiesenthal und dann habe ich mir immer vom DJ immer Bonnie M. gewünscht. Mit 10 Nummer 1 Singles und einer Verweildauer von 256 Wochen an der Chartspitze ist Bonnie M. auf dem ersten Platz der erfolgreichsten deutschen Bands. Gratulation. Überhaupt. Aber deutschsprachig ist Falco Nummer 1, muss man so sagen. Ja, von mir aus. Ja, Tino, was ist denn deine Nummer 1 deutsche Band? Also, wenn wir jetzt von Band reden... Ja, geh weg von Falco jetzt endlich. Ist es Rammstein, glaube ich. Rammstein und Ärzte sind also relativ gleich auf. Aber die beiden finde ich so am besten. Und ich will ja auch noch ein paar kleine Bands supporten. Frachter aus Weimar finde ich großartig. Da höre ich sehr gerne. Ja, sind bald auch international am Durchstarten. Ich hoffe auch, tatsächlich. Ja, aber KIZ ist das dann noch großartig. Punk, ne? Punk findet für mich im Kopf statt. Man kann auch erfolgreich sein und Punk sein. Für mich ist Punk, da muss ich auch wieder auf Falco zurückkommen, er hat gesagt, er kommt aus der Punk- und Anarchie-Szene, auch wenn er jetzt mit Anzug und so Popsongs singt, für ihn war immer der Punk, dass er sich bei seinen Fans nie eingeschleimt hat. Er hat immer einen arrogant gemacht und kühl und hat sich nie angebiedert. Das kann auch eine Art von Punk sein. Ja, ist ja Image. Eben, und da wo du dich befindest, und wenn du da nicht nach den Regeln spielst, aber trotzdem erfolgreich bist, das ist für mich Punk. Hm. Ja, also hier sind auch nochmal, ich ist auch nochmal eine andere Liste, wo dann Snap vor Modern Talking ist und so. Also ich. Blue System gehört noch dazu, ganz klar. Kann man wahrscheinlich wirklich. Hier ist halt James Last auf Platz 3. Ich habe ihn noch nie gehört. Happy klar, Sound. James Last, kennt man doch so nie gehört. So, ich will nicht sagen Schlager, aber es geht so in die Richtung. Hier ist Bonnie M auf 2 und Scooter auf 1. Ja, verschieden bemessen nach Chartplatzierungen oder nach Verkaufszahlen, ist ja auch ganz verschieden. Wahrscheinlich. Aber trotzdem, ganz faszinierend. Ja. Und was sind denn deine Top-deutschen Bands? Meine Top-deutschen Bands. Wo wir gerade von aufgelösten Bands reden, haben wir ja noch Jennifer Rostock, die wir beide zumindest ursprünglich sehr gefeiert haben. In den letzten Jahren immer ein bisschen weniger. Es war so ein bisschen, wirklich so, jedes Album war ein Stück schlechter als das davor. Tatsächlich. Obwohl, der Film war das schon das zweite. Weil ich glaube, der Film fand ich gar nicht so geil, aber das danach fand ich schon wieder besser. Ja, ging mir ganz genauso tatsächlich. Aber das allererste Album von Jennifer Rostock, richtig, richtig gut. Das habe ich wirklich bis zum Erbrechen rauf und runter gehört. War da wirklich auf 4 Konzerten in einem Jahr. Ah, ja, ich auch, lustigerweise. Ich nee, 5 sogar, theoretisch. Ich war auf 3 Konzerten von denen alleine und dann war ich auf der MTV Campus Invasion und auf dem Highfield, wo sie auch waren jeweils. Mhm. Highfield hatten wir ja schon festgestellt, waren wir beide auf diesem Konzert. Ohne uns gekannt zu haben. Ja. Und das war ein gutes Jahr, das war 2008. Da waren sie ja auch auf dem, das war ja auch deren Jahr. Beim Bundesvision Song Contest, genau. Da habe ich dir dann gesehen, genau. Mit Kopf oder Zahl. Ja. Und ich habe diese Band auch auf meine Schule gebracht. Also nicht jetzt die Band, aber die Musik. Ja, war bei mir auch ein bisschen ähnlich. Ich habe diesen Kopf oder Zahl Song per Bluetooth verschickt. Ja, damals. genau, auf Klassenfahrt. Ja, und dann haben das plötzlich alle gehört. Heutzutage finde ich den Song tatsächlich noch vielleicht den schwächsten auf dem Album oder den... Vielleicht sogar den nervigsten. Oder, also ich finde nicht nervig, aber ich kann nicht immer hören, sage ich mal. Ja. Jetzt, du, muss jetzt gerade mal nicht sein. Aber trotzdem, richtig geiles erstes Album. Und dann wurde es halt durch Twilight. Ne? Also am Anfang, muss ich dazu sagen, auf diesem 2008er Event, dass ich da 5 Konzerte, da waren immer die harten Jungs. Ja? Da waren diese typischen Leute, die sonst im Moshpit halt richtig alle zusammenprügeln. Solche Leute waren da. Und dann haben sie halt diesen Deal angenommen, Soundtrack von Twilight zu machen in der deutschen Version. Und da kamen dann auf einmal diese ganzen Emo-Girls mit rein. Und dann hat es auch angefangen, dass sie halt so, weil Events passiert sind, auf einem Konzert, auf dem ich war zum Beispiel, hat halt einer auf die Bühne, nee, sie hat auf die Bühne gespuckt und einer kam hin und hat das aufgeleckt. So. Oh. Und sowas hat sich wohl gehäuft und dadurch ist sie immer mehr in diese sexuelle Schiene und ich hole mir jetzt einen auf die Bühne und mache da Lapdance und so. Ich glaube, auf dem Highfield. Darf sie ja gerne machen, aber das hat für mich dann so ein bisschen Überhand genommen. Und dadurch, ich weiß nicht, dadurch waren dann die harten Jungs nicht mehr da. Da waren dann halt mehr so die Mädels, die das bewundern oder so. Also sie, starke Frau und so, hat ja jetzt auch Hengstin noch zuletzt gemacht. So, ne? Den Song mag ich gar nicht. Ich auch nicht. Von mir aus alles schick, aber
das war dann nicht mehr meins so. Mhm. Wofür ich dann vor Rostock immer gefeiert habe, waren die starken Texte. Ja. Ich glaube, die Songs hat ja der Keyboarder geschrieben tatsächlich, der, ja, ich weiß gar nicht, zusammen, wie der heißt. Die haben das schon, die beiden zusammen gemacht. Gemeinsam, soweit ich weiß, ja. Ich dachte, dass er aber den meisten Anteil hatte irgendwie. Vielleicht hat er das mal in irgendeinem Interview gesagt. Aber ich habe auf jeden Fall mal gesehen, das hieß wir beide, also die zwei auf jeden Fall, die anderen nicht, dass die das zusammen machen. Und die Texte waren halt immer so stark irgendwie, auch von den neuen Alben, da gibt es auch auf jeden Fall richtig starke Songs. Es ist auch relativ einzigartig, finde ich, weil, also manchmal machen sie es vielleicht auch ein bisschen zu zerzwirbelt, also dass es also Mittel zum Zweck ist, aber dieses Markenzeichen, Sprichwörter zu nehmen und die anders zusammenzusetzen, ganz oft. Das ist da schon relativ einzigartig, das kenne ich von anderen Bands so nicht in Deutschland, schon sweet. Die Texte bleiben weiterhin geil, auch wenn ich sonst so ein bisschen das Interesse verloren habe. Aber sie haben sich auch aufgelöst, beziehungsweise haben erstmal eine Pause eingelegt. Jetzt ist sie ja Moderatorin, ne, bei irgendeiner MTV-Sendung. Ja, aber auch schon eine Weile. Also ganz toll kann ich noch empfehlen für euch da draußen den Song Jenga, der ist ganz gut. Ist das Ende vom Lied, wir tanzen ohne Musik? Sehr schöne Textzeile. Mir ist gerade noch ein kleiner, ich hätte noch die Brücke schlagen können. Apropos Brücke, genau, Brücke, perfekt. Bei der Warschauer Brücke nämlich, da ist dieses Gelände, da wurde dem Freund von Jennifer Rostock damals ein Messer in den Hals gesteckt und da in der Nähe ist auch die Trailerparkbar. Ach. Und als ich da auf der Brücke war, habe ich gesehen, wie einer mit dem Motorrad verunglückt ist. Also da geht einiges an dieser Stelle. Hast du gesehen? Ich weiß gar nicht. Ja, also der ist halt an uns vorbeigefetzt, wollte cool sein, halt wirklich mit, weiß ich nicht, 150 durch die Innenstadt über diese Brücke da und hat so eine Bordsteinkante mitgenommen, ist dann 10 Meter geflogen, lag auf dem Boden, konnte sich nicht mehr bewegen, hat sich dann irgendwie, weißt du, Wirbelsäule oder sonst was und ist dann später tatsächlich im Krankenhaus gestorben. Also Leute, shitty, bitte nicht cool sein abends, nur weil da so viele partywütige Leute auf der Brücke sind, fetzen wollen. Das endet nicht so gut. Ist ja nicht schön. Ich weiß gerade nicht, wie dieses Gelände heißt, aber die Leute, die gerade zuhören, die wissen, dieses direkt an der Warschauer Brücke. Eine Unglücksbrücke offenbar. Ja, so ein bisschen. Ja, und an dieser Brücke ein paar Meter weiter ist auch die Goldmarie. Da habe ich damals von Giga bezahlt übernachtet und habe einen Vibrator unterm Bett gefunden. Großartig. Das war ein Hotel oder wie? Das war, naja, so ein, eher also so Hostel. So ganz. Also Werbung an dieser Stelle für die Goldmarie. Wer ein, da wird ein gut sauber gemacht. Wer einen Vibrator vermisst. Ja. Wisst, nee, es war halt auch schon, du kommst da rein und es war halt, ich weiß nicht, vielleicht hat das auch den Ruf, so ein Bumsehotel zu sein oder so, weil es gab nur rotes Licht da drin. Also kommst da rein, willst Licht anmachen, auf einmal ist das alles rot. Gibt's ja auch. Wir waren halt auch zu zweit in dem Moment. Ja. Oh. Und auf einmal dachte ich so, guck ich mal unter das Bett, dann liegt da halt ein fucking Vibrator rum. Ja, dumm gelaufen. Ja. The One for Booty Bus. Haben doch fast alle. Also jetzt Frauen, Männer jetzt eher selten. Ja. Glaube ich. Also Warschauer Brücke, großes Event. Ich habe Jennifer Rostock übrigens mal fast getroffen. Das war echt witzig. Ich war aus Gründen, habe ich ein Studio besucht in Berlin, wo ich mal fast getroffen. Also auch, wir sind da vorbeigefahren, wollten da eigentlich anhalten und parken und sehen, wie Jennifer Rostock gerade irgendwie einpacken, ihre Gitarren und so. Und da war Jennifer und also die ganze Band halt. Ja. Und ich dachte, geil, wir steigen jetzt aus und parken daneben. Und unser Fahrer fährt vorbei. Ich sage, wir müssen doch jetzt hier rein. Ja, ich wollte mir noch ein Eis holen. Nice. Weil der ein Eis essen wollte, haben wir den nicht kennengelernt. Ja, also ich glaube, ich hatte die Story schon mal erzählt bei den kriminellen Sachen oder so, dass wir auf dem einen Konzert im Jenaer F-Haus, da haben wir uns einfach, also damals waren die ja noch nicht so groß, Backstage, ja, also hinter den, die hatten da so Tische aufgebaut, wo sie ihre T-Shirts verkauft haben und wir haben uns einfach mit hinten hingestellt und haben so getan, als würden wir den Verkauf mitmachen. Und ein Kumpel von mir, der hat halt 7 T-Shirts mitgehen lassen. Und ich habe bis heute noch eins davon. Ist echt. Das hast du gar nicht erzählt. Habe ich wahrscheinlich nicht erzählt, ja. Es ist halt auch echt super uncool, weil es halt, gerade wenn es so eine kleine Band ist. Ja, ja, ich weiß. Aber ja, ne, wenn es dann halt hinterher da ist, sage ich, okay, dann gib halt eins. Aber ich habe ihm auf jeden Fall schon gesagt, ist schon nicht so cool. Mhm. Ja, wenn das so eine junge, aufstrebende Band ist. Ist nicht cool, aber gib mir eins her. Ja, ich habe das dann halt echt auf jedem Konzert, also nicht nur auf Jennifer Rostock-Konzerten angehabt, auf jedem Konzert, habe das dann auf der MTV Campus-Version, Invasion, das hatte ich, glaube ich, erzählt, habe ich das in das Gesicht von Joe vom Keyboarder geworfen, während er von Joko und Klaas interviewt wurde. Und hab's dann auch wiederbekommen. Es war richtig schön zerschwitzt. Nice. Und mittlerweile ist es so zerrissen und zerfleddert, da geht nicht mehr viel. Also ich wollte einfach nur den Spaß machen, so zu tun, als würden wir hier mit den Verkauf machen. Weißt du, wir standen dann einfach mit der Band hinter dem Tisch und haben gesagt, ja, okay, hier, wie viele möchtest du und so.
Und ja, in der Zeit hat halt eine Person, die wirklich nicht ich bin. Nein, wirklich nicht. Also das ist halt schon assi. Ich war, 2008 war ich noch wesentlich asozialer als jetzt. Heißt, und selbst das fand ich da schon richtig asozial. Er heißt Nobin Roster. Nein, heißt er wirklich nicht. Naja. Aber zu dem Thema, ich war auf dem Open Flair auch viele Jahre, hatte auch so ein Halb-VIP-Bändchen gehabt. Also ich durfte nicht Backstage, aber ich durfte zumindest ohne Kontrolle reingehen in das Festivalgelände. Also ein Ticket hattest du. Nee, du musst ja mal anstehen so, und musst dich rauschecken lassen, wenn du ins Festivalgelände rein willst. Okay. Und ich konnte halt immer diesen VIP-Bereich durch und konnte dann aufs Konzertgelände. Mhm. Oder quasi durch den Ausgang durfte ich rein und durfte mir kostenlos Tee und so Sachen holen. Ist auch egal. Jedenfalls sahen die aber ähnlich aus wie die VIP-Backstage-Pässe. Und habe ich mich dann irgendwie verlaufen, wollte eigentlich nur raus aus dem Gelände durch einen anderen Ausgang als sonst. Auf einmal war ich Backstage. So, okay. Und dann saß dann irgendwie SDP an einem Tisch und haben da irgendwie gerade irgendwas gespielt, Monopoly oder irgendwas. Sind das dieses Leiche-Ding und so? Wer ist das? Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche, genau. Und ich gucke die so an, die nicken so und ich bin weiter rausgegangen, dachte so, fuck, hier drin bleiben sollen. Hm. Hätte mich dazugesellen sollen, weil ich war so verwirrt, weil ich einfach nur raus wollte. Hm. Geht schnell. Habe ich auch noch Festivals. Eine gute Geschichte. Man muss einfach dreist sein, Tino. Das nächste Mal sei noch dreister, erzähle ich gleich. Aber bevor wir dahin kommen, da geht es nämlich um eine andere Band. Ganz kurz noch zu Jennifer Rostock. Mhm. Das war für mich ein witziger Funfact. Wie gesagt, ich feiere sie ja heutzutage nicht mehr so, deswegen ist es gar nicht so tragisch für mich gewesen. Aber ich habe halt durch einen Berliner Kumpel, der mit einer Tätowiererin zusammen war, also mit der habe ich mich dann super gut verstanden, so, alles cool. Und nachher gehe ich dann halt nach Hause, sie addet mich auf Facebook und ich sehe, dass sie die beste Freundin von Jennifer Weist ist. Oh. Und das war dann auf jeden Fall auch so, okay, Welt ist echt klein. Aber also 2008 hätte ich mich dann wahrscheinlich richtig geärgert, so dass ich nicht, kannst du nicht mal irgendwie ein Treffen klar machen oder so. Aber heutzutage, ja, also ich will auch nicht immer gegen Feminismus haten und so, nee. Aber dieses ganze aggressive, sich das auf die Fahne schreiben, das hat mich irgendwie. Er hat ja auch dann diesen Anti-AfD-Song gemacht und sowas. Ja, das der ist war ja alles gut und schön, aber ich weiß nicht. Ich glaube, am meisten hat mich echt dieses super Sexualisierte dann gestört, was ja okay ist. Sie ist ja eine im Leben stehende Frau, kann sie ja machen, was sie möchte. Sie hat sich auch die Brüste aufpumpen lassen, ne? Auch das, ja. Mhm. Ich weiß für nicht. Sich, für sich selbst. Ja, das kann sie ja alles gerne machen, aber das ich gehe halt nicht auf ein Konzert, um zu sehen, wie da sich eine regelt. Ich will halt Musik hören und am besten ein Moshpit haben, was dann halt auch nicht mehr da war. Ja, manche können eine Show schon wertschätzen. Ja, Show, gut und schön. Ich fand zum Beispiel Subways, habe ich damals angeschaut. Die haben einfach nur ihre Songs gespielt. Auch einmal 5 Songs hintereinander komplett ohne Pause. Bist du einfach tot. Aber, also, ja, wie gesagt, Show ist gut, Subways fand ich da nicht so geil. Übrigens System of a Down, also Subways war schon geil, System of a Down haben auch nur ihre Lieder gespielt, fand ich auch nicht geil. Aber das, ich weiß nicht. Wenn es halt mehr wäre, weißt du, die Ärzte zum Beispiel, um die auch mal zu erwähnen. Ja. Die machen halt ein fucking Stand-Up-Programm, was halt einfach so, fast immer witzig ist, ja. Aber einfach nur sich da rumregeln, das gibt mir einfach nichts. Da kann ich auch im Porno schauen oder was weiß ich. Ich gehe halt auch nicht in Stripclubs, weil ich das einfach alles total dumm finde. Ja. Warum? Und dafür gehe ich nicht auf ein Konzert. So. Geht mir auch so. Aber trotzdem weiterhin ganz tolle Texte. Nächstes Ding, wo wir es gerade von den Ärzten hatten. Die Band Abwärts, die habe ich gerade wiederentdeckt. Ja. Kennst du? Von Rott, ne? Ja, nicht wirklich. Also die gab es schon lange, bevor Rott da überhaupt dabei war. Aber heutzutage spielt er da mit. Also Rodrigo González von den Ärzten. Da kenne ich keinen Song von. Ich kenne nur Musik von seiner anderen Band, die so auf Spanisch singt. Ja. Er kommt ja ursprünglich aus Chile. Ja. Was wollte ich sagen? Abwärts habe ich jetzt dieses Jahr wiederentdeckt. Die ganz alten Lieder von 1980, das ist richtig geiler Punk. Also Computerstart, richtig geil. Türkenblues, den habe ich auch im Stream immer rauf und runter gehört. Alles so geil. So geil. Kann ich nur empfehlen. Und damals habe ich die gar nicht so gefeiert, habe nur durch den Die Ärzte-Fanclub mitbekommen, dass Abwärts in Jena spielt im Rosenkeller. Und dass der Rott dabei ist. Ja. Und deswegen bin ich dahin. Fand es auch erstmal nicht schlecht musikalisch, aber habe es jetzt nicht so wertgeschätzt, weil ich es halt einfach vorher nicht kannte. Aber jetzt mittlerweile richtig geile Songs dabei. Auf jeden Fall da, witzigerweise mit derselben Person, die die T-Shirts geklaut hat, war ich da auf dem Konzert. Ach, die kennst du noch? Die kenne ich noch, ja. Ja, was denn? es ist ein großer Schelm. Es ist. Aber es ist auch, eigentlich ist er ganz kluger. Alles gut. Und da sind wir Backstage gegangen in den Raum, wo die sich aufwärmen und haben uns vom Essen geklaut. Und in dem Moment kamen sie rein. So. Und wir halt so, wie wir halt sind,
Ja, braucht ihr noch irgendwas? Hier ist euer Buffet und so, braucht ihr noch irgendwas? Und sie haben halt sofort abgekauft, dass wir von dem Laden sind. Ja, ja. Dann saßen wir da noch kurz rum. Ja, wir haben dann auch noch eine Käseplatte für euch, was halt totaler Bullshit war. Braucht ihr die noch? Nee, wir brauchen noch ein bisschen Vorbereitung. Wir würden jetzt auch, ja, haben sie uns dann tatsächlich auch rausgeschickt nach weiß ich, 5 Minuten oder so. Mhm. Wir würden uns jetzt noch kurz vorbereiten. Alles klar, dann, ne? Bla bla bla. Und dann standen wir halt in der ersten Reihe und haben überhaupt nicht bei dem Laden gearbeitet. Und du musst dich wundern, dass das BLAB nicht zu unserem Podcast kommt, ja. Die wissen das alle. Wenn der Nostar auf unserem Konzert ist, dann klaut der nur. Ja, ey, wir hatten Hunger. Mein Gott, da stand Essen. Ja, meine Güte. Aber war witzig. Haben wir alle schon gemacht. Abwärts. Habe ich auch heute noch abwärts. Ganz, ganz lustige Bilder von dem Abend, aber. Also musikalisch ist da nichts hängen geblieben erstmal. Also ich weiß halt, dass ich es ganz okay fand, aber ich kannte die Band halt vorher einfach nicht. Mm. Und jetzt feiere ich die richtig. Zumindest diese alten Songs, die ich da wieder entdeckt habe. Gibt es die auch noch? Die gibt es tatsächlich abwärts, noch. Aufwärts? Ja, mit denen geht's, glaube ich, aufwärts, weiß ich nicht. Ich bekomme nichts mit. Hast du einen deutschen Guilty Pleasure? Dass du sagst, die Band ist eigentlich scheiße, aber ich höre es trotzdem, oder der Musiker? Ja, Blue System zum Beispiel. Ja, okay. Das ist eigentlich voll peinlich, aber so Songs wie My Bad Is Too Big, ja. Dr. Mabuse, das sind halt einfach Songs, die gehen nicht aus dem Kopf raus. Ja, okay. Oder auch Modern Talking selbst, die haben sogar so einen Song, ich weiß gar nicht, wie der heißt, you Get a Chance oder irgendwas, der klingt genauso wie Final Countdown. Nur am Ende ist er ein bisschen anders. Okay. Aber ja, also es ist geil. Der Dieter Bohlen, der hat noch nie irgendwie Songs abgekupfert oder so. Nein, Quatsch. Auch Zufall. Nicht seine eigenen irgendwie. Da gab es ja Tausende, dass er schon. Die Superstars haben ja am Ende ihren eigenen Song immer. Also ja, bei DSDS. Und da sind halt so viele einfach nur 1:1 von Modern Talking oder Blue System. Da gibt es ja auch so ein Video von Stefan Raab, wo er, habe ich dir das mit mal gezeigt, glaube, genau, wo er die ganzen. Also ich kenne es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du es mir gezeigt hattest. Super nice. Ja, da gehe ich auch mit. Aber an die habe ich jetzt gar nicht gedacht, tatsächlich. Also doch auch so ein paar Schlagersachen. So. Ich höre ja auch Roland Kaiser ganz gerne, Wolle Petri, die Flippers habe ich früher mal ein bisschen Wolle gehört. Petri, da kann ich auf jeden Fall auch ironisch zu abgehen. Ja, nicht. Der hat schon, Wolle Petri hat schon 4, 5 Hits. Ja. Ich muss dir sagen, ich höre ironisch keine Musik. Wenn ich Musik höre, dann mag ich es auch irgendwie, aber ich stehe da nicht mal so gern dazu. Vielleicht ist es schon jenseits der Ironie bei Wolle Petri, weiß ich nicht. Aber ursprünglich auf jeden Fall, weil ich halt weiß, dass es fucking. Es ist gut, doch. Der hat so eine gute Stimme. Nee, also Stimme interessiert mich da überhaupt nicht. Es ist eine eingängige Melodie, sag ich mal. Kennst du Der Himmel brennt von ihm? Ich glaube nicht. Der Himmel brennt, die Engel fliehen und ich ersticke in schwarzen Wolken. Mein Fehler war, ich habe geglaubt, du wirst mir ins Feuer folgen. Also Texte, die sind echt gut. Der Himmel brennt, die Engel fliehen. Klingt ein bisschen dumm, aber es ist gute Musik. Also ich kenne von ihm Wahnsinn. Ja, ja, Klassiker. Ja, ja, ja. Weiß der Geier, oder wie der Song heißt. Berlin verloren. Kenne ich auch noch. Und dann gibt es noch einen vierten. Die vier, die finde ich auch alle gut. Das sind halt seine bekanntesten, soweit ich weiß. Ich bin aufgewachsen, so zwischen Rammstein und Wolle Petri. Oh Gott. Meine Mutter war so Schlager-Fan, mein Vater war so Hardrock-Fan. Ich habe beides halt mitbekommen. Worauf ich ursprünglich hinaus wollte, als ich bei Guilty Pleasure war, ist bei mir Matzen. Matzen? Ja, ich finde Matzen eigentlich total scheiße. Die Texte sind total belanglos, das ist alles irgendwie. Aber trotzdem feiere ich die Songs irgendwie. Die sind so hängen geblieben, so im Status einer Schülerband. Ja. Ich habe die auch mal gefeiert und ich war auf vielen Konzerten von denen auch. So die ersten. Echt, ja? Die ersten also das Alben. War ich noch nicht. Ah, doch, auf dem Highfield habe ich sie mal gesehen. Ja. Auch da, ich war auch auf Konzerten in Erfurt und so. Und ich mag die Stimme von dem Sänger und ich mag auch manche Songs, aber es gibt immer auch Texte, wo ich sagen muss, die klingen so als. Werden die irgendwie Realschule irgendwie 10a und müssen jetzt einen Rocksong schreiben? Leider. Ja, also ich weiß nicht genau, was es ist. Also ich weiß, also die sind halt auch einfach nicht besonders tiefgründig oder sonst irgendwas. Da ist einfach nichts. Aber trotzdem kann ich das irgendwie so halbwegs. Ja, die Perfektion ist so ein Song, den ich gerne höre. Aber wo ich merke, der Text, der ist so oberflächlich. Ich glaub, du bist nicht zu groß, nicht zu klein, solche Geschichten. Nicht zu falsch und nicht zu echt. Ach, das Gott. Ist ein bisschen, naja. Ja. Aber sie haben auch gute Songs, wie Wir verlieren uns immer mehr, Du schreibst Geschichte. Das sind auch gute Songs, wo dann der Text nicht ganz so scheiße ja, ist. Ja, Du schreibst Geschichte zum Beispiel. Das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Das könnte für mich so ein Serien-Intro-Song sein. Du schreibst Geschichte. Weißt du? Wir müssen jetzt mal für die Kids so einen kleinen aufbauenden Song schreiben, der jedes Mal kommt, wenn die Serie losgeht. Unbesiegbar ja, so in die Richtung halt. Und
das kann ich halt feiern, weil es halt diese Serienintros sind, aber wenn das halt kein Serienintro ist, dann fühlt es sich so ein bisschen an, okay, das ist jetzt schon so ein bisschen, was du halt sagst, so Schülerband so ein bisschen. Das hat sogar die NPD erkannt und in ihrem Wahlkampf, du schreibst Geschichte, auch benutzt. Aber als Slogan oder den Song direkt? Nee, den Song auch direkt. Die haben dann so von. Dürfen die das? Einfach so? Erstmal schon, aber man kann dagegen klagen. Haben die auch gemacht. Also die NPD hat irgendwie von den Ärzten deine Schuld. Witzig. Von Matzen, du schreibst Geschichte und so. Und dann haben wir die Bands alle geklagt. Auch Helene Fischer haben sie genommen. Und kann ich auch wieder Falco erwähnen. Die FPÖ, das ist ja die österreichische AfD. Ja. Auch, oder so die Richtung. Und auch die, denen wurde jetzt verboten, Falco-Songs zu spielen. Da hat sich die Falco-Privatstiftung eingesetzt, dass sie nicht mehr Helden. Die Falco-Privatstiftung. Ja, er hat noch vor seinem Tod beschlossen, wenn er mal tot ist, sollen die Einnahmen seiner Musik seiner Mutter gelten, wenn die noch lebt, in ihre Pflege gesteckt werden. Die ist gestorben vor einigen Jahren und seitdem fördert die Privatstiftung junge Künstler, so machen so Schülerwettbewerbe, das heißt Helden von heute oder Helden von morgen und dann schütten die halt Preise aus an junge Musikerinnen und Musiker. Richtig gut. Ich habe gerade überlegt, der Komplettheit halber, sagt man Komplettheit? Komplette. Der Vollständigkeit halber. The Completeness. Ja. Genau. Wegen der Completeness sollten wir vielleicht kurz über so Hip-Hop-Scheiß reden. Hip-Hop? Nein, will ich auch nicht. Prinzip haten, höre ich ja ganz gerne mal Creme de la Creme zum Beispiel. Ist so eine alte Kifferband. Höre ich super gerne. Die Texte gehen runter wie Öl. Die haben zum Beispiel immer klare Reime. Da kann man vielleicht sagen, Haus-Maus, aber finde ich eigentlich nicht so. Da gibt es in Erfurt eine Band, die hießen Klaja. Davor hießen sie Disco Rodeo. Und die waren musikalisch ganz okay, aber die Texte, die haben so einen Song, Auschecken, Leute, Suicide Girl, und da singen sie auch in der zweiten Strophe, ich dachte, da singen sie auch aus die Maus irgendwie, wie war das denn? Ich dachte, aus die Maus und raus. Und es ist so richtig cringy, aber ja, der Song geht ins Ohr. Ja, aber da ist es halt nicht so. Die haben halt, Weißer Rauch kennst du vielleicht auch. Das ist, siehst du, das war jetzt zum Beispiel ein reiner Reim, ja? Weißer Rauch kennst du vielleicht auch. Das ist halt schon, also der Peter sagt später, er raucht nur bei Gelegenheit, doch eine Gelegenheit findet er jederzeit. So, aber es sind halt reine Reime. Reine Reime. So. Peter Kleine. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Macht sie was aus, wenn ich später reime, dann gleich kommt Peter Kleine. Oder so. Genau. So, Creme de la Creme auf jeden Fall hier kurz erwähnt. Ansonsten diese ganze Capital Bra, ja, dieses ganze Trap-Scheiß. Das ist halt einfach, das kannst du vielleicht in deiner Shisha-Bar hören, aber darüber hinaus. Aber er zählt schon zu den erfolgreichsten deutschen Musikern. Ja, natürlich, aber zum Feiern und so. Das ist mir alles nichts. Dein liebe 80er-Jahre-Party, ne? Ja, auf jeden Fall. Wo jeder Song geil ist. Dann gibt es natürlich die ganzen Akro-Berlin-Leute, so Sido Bushido, Be Tight und Flair. Finde ich Sido noch ganz okay. Wollte ich auch gerade sagen, der ist ganz okay. Also dieses Bushido, ich bin der Härteste, das ist halt irgendwie echt einfach ausgelutscht. Hat er nicht auch Ghostwriter Bushido? Ich habe mal gelesen, dass er seine Songs gar nicht schreibt. Aber ich weiß nicht, genau wissen kannst du wahrscheinlich nicht, oder? Das ist dann halt, vielleicht ist es auch ein Gerücht von irgendeinem Konkurrenten, von irgendeinem Rapper. Kann man nachschauen bei der GEMA. Echo Fresh, ja, und King Virus One hätte ich schon fast gesagt, das ist so ein Trottel aus Erfurt. Ja, Flair und so. Nightmare 34 ist auch so ein Erfurter Rapper, den habe ich damals parodiert, als ich meinen Prankster auf Jagd gemacht habe, weil der rappt nämlich auch immer so wie Batman. Und das ist so lächerlich. Nightmare 34. Könnt ihr mal googeln. Und der macht halt auch immer nur so Texte. Ja, Leute, ausweiten, geil. Und das ist alles so dumm, das ist alles so primitiv, ey. Wenn ich mich festlegen müsste, wäre auf jeden Fall Farin Urlaub in Deutschland für mich so die Speerspitze. Auch einfach, was das Spektrum angeht. Hat ja auch, also innerhalb der Ärzte haben ja auch so viele verschiedene Genres eigentlich schon abgedeckt. Das ist ja auch ein Grund, warum du Falco so gut findest, weißt du? Richtig. Einfach abwechslungsreich. Und weiß nicht, wenn ich an Bushido denke, klar, das ist natürlich jetzt so eine schlecht informierte Meinung, aber es ist halt alles dieses, ja, Digga, ich bin dein Geilste. Und das früher ist, war ich wie an, kann man, bin das ich kann reich. Man sich doch nicht 20 Jahre geben. Das ist doch, offenbar doch schon. Dumm. Ich weiß nicht, ob wir machen ja auch selber so ein bisschen Kunst und schreiben Texte und es kann sein, dass wir aufgrund dessen auch ein bisschen kritischer sind und wir ein bisschen progressivere Musik erwarten.
Ja, vielleicht. Du hast recht, wir sind einfach zu begabt, um Bushido gut zu finden. Ich glaube auch, wir sind zu schlau. Ja. Ja, und diese ganze Flair-Scheiße, die er jetzt auch, Flair ist erst 34, ey, der macht halt noch so eine jung. Weile. Mhm. Oh, scheiße. Ne? Wobei ich auch seinen Einstieg gut fand als Falco-Fan, Neue Deutsche Welle war ja auch ein Falco-Song. Amadeus, Amadeus, Neue Deutsche Welle. Hat ja auch so ein richtig geiles Falco-Shirt an auf dem Video. Da habe ich ihn gefeiert, ganz kurz, aufgrund dessen, aber dann kam nur noch Scheiße. Er ist trotzdem so ein Trottel. Oder es kann natürlich auch sein, dass es seine Persona ist, aber spricht mich halt nicht an. Dieses, ja, ja, Nee, dieses Primitive, das feiere ich überhaupt nicht. Nicht mal ironisch. Das finde ich einfach lächerlich. Und das Schlimmste ist halt, wenn dann die hässlichen kleinen 12-jährigen Kinder auf dem Bauhausplatz rumstehen mit ihren hässlichen Bluetooth-Boxen und den Dreck die ganze Zeit pumpen. Ich krieg's kotzen, ey. Ja, ist jetzt ein bisschen Prinzip-Hate vielleicht. Gebe ich gerne zu, bin ich eigentlich ja gegen Prinzip-Hate, aber ich weiß prinzipiell nicht. Prinzipiell bin ich gegen Prinzip-Hate. Ich bin da bestimmt ein bisschen, ich habe halt einfach einen besseren Musikgeschmack. Muss man einfach so sagen. Wenn ich mich ins Bad setze, und weiß, okay, da sind jetzt ganz viele Leute um mich rum. Wenn ich dann sowas höre wie Don't Stop Believing oder so, vielleicht so ein Song, wo sich eigentlich alle mehr oder weniger drauf einigen können, dann denke ich eher, okay, das stört jetzt vielleicht die Leute nicht ganz so sehr, wie wenn ich jetzt hier irgendeine Trap-Scheiße reinhaue, die super beliebt ist bei 12-Jährigen, von mir aus, voll geil, aber halt auch nur bei diesen Leuten, bei dieser Capital Bra-Zielgruppe. Ja, wir hatten auch das Gespräch letztens mit einem Musiker aus Rostock, der sich auch sehr beschwert hat über diese neue Musik. Da habe ich dann gesagt, naja, aber an sich ist es jetzt einfach die neue Musik der Jugendlichen und wir sollten nicht anfangen, jetzt wie unsere Eltern damals das abzuhaten. Musik ist ja für jeden da, Kunst. Jeder kann Musik machen und jeder sollte auch Musik machen können. Und wenn das eben jetzt das neue Ding ist, dann ist es halt so. Aber man kann Dinge trotzdem objektiv bewerten, finde ich. Man darf auch sagen, dass man scheiße findet. Ich weiß halt, dass objektiv Neue Deutsche Welle Musik zum Beispiel oder sowas wie Modern Talking, das ist einfach, also ich will nicht sagen billig produziert, aber so am Reißbrett zusammengeklöppelte Scheiße im Grunde ist. So, wo nicht jemand mit einer großen Vision dahinter steht oder sein Herzblut in den Text reingeballert hat oder sowas. Also ich kann halt schon unterscheiden, ob jetzt irgendwie Farin Urlaub da durch eine Wüste fährt und sich inspirieren lässt und einen Text schreibt, wo irgendwie, weißt du, was dahinter steckt. Oder ob Dieter Bohlen im Studio steht und sagt, okay, was ist jetzt gerade beliebt? Okay, zack. Okay, Liebessong muss es sein, das geht immer. Zack, so. Das ist halt ein großer Unterschied. Und genauso kann ich den Unterschied erkennen zwischen, da steht eine Band, die handgemachte Musik macht, oder da ist irgend so ein Capital Bra, der sich von irgendeinem Dude ein Beat geben lässt und dann und versucht, das zu füllen irgendwie mit irgendwelchen Gucci-Gängen und so. Da sehe ich halt einen objektiven Unterschied. Ich kann natürlich trotzdem, von mir aus darf jeder seine Musik hören. Aber dann kommt der Punkt halt wieder, wenn man das anderen aufzwingt, weil man mit irgendwie hässlichen, räudigen Bluetooth-Boxen oder noch schlimmer Handy-Lautsprecher auf der Straße rumläuft, dann zwingst du es ja allen auf. So, und das ist dann wiederum nicht so geil. Ja, sehe ich ähnlich, tatsächlich. Wie gesagt, jeder darf Capital Bra hören, aber ich muss es ja nicht machen. Alle dürfen alles hören. Ich finde es auch okay, dass du Onkels hörst, Es ist ja, geht mich nichts an, aber ich will es halt nicht hören. Schön, dass wir die Onkels hier auch nochmal ansprechen. Ja. Die Onkels sind auch eine sehr, sehr erfolgreiche und beliebte deutsche Band. Da kommst du nicht drum rum. Ja, Hitler war auch erfolgreich. Ja, war er. Und er hatte bestimmt nicht nur schlechte Ansätze. Ich denke auch. Aber wenn man mal diese ganzen, alle Verbrechen an die Menschheit, wenn man die mal rauscanceln. Hat er vielleicht doch die ein oder andere gute Idee gehabt? Was weiß ich? Mir fällt keiner ein, Doch, er wollte ja, also Hitler wollte ja angeblich auch Fleisch verbieten im Deutschen Reich. Okay. So, das fand ich eine ganz gute Idee, aber ansonsten bin ich da so ein bisschen. Ja, also ich versuche immer zu sagen, so pauschal, wir machen jetzt mal Politik fürs eigene Land, das nicht als schlecht dastehen zu lassen. Nein. So. Er wollte ja nicht nur das eigene Land, nicht Politik fürs eigene Land, sondern er wollte, dass ganz Europa das eigene Land wird. Die ganze Welt wollte er für sich haben. Ja. Und auch nur Deutsche und Rassendeutsche. Es ist ja das. Wie gesagt, das alles erstmal rausgecancelt. Ja. Vielleicht kann man es dann irgendwie. Aber warum reden wir schon wieder über Hitler? Nee. die bösen Onkels, wie gesagt, also ich habe sie kennengelernt als rechte Band. Bei mir auf dem Dorf haben halt die Rechten. Onkels gehört, die Linken haben die Ärzte gehört. Und auf Partys lief immer beides. Und dann sind bei den Onkels alle Nazis aufgestanden und bei den Ärzten immer dann die ganzen Punks. Und haben dann eingesoffen zusammen. Aber die haben beide friedlich zusammen gefeiert. Ist doch geil. Dorfleben ist anders. Und meine Verwandtschaft, der mir näher stand damals,
der hat halt auch so eine seltsame Ansicht gehabt, sag ich mal ganz vorsichtig, hat eben die Onkels gehört, aber eben auch Sachen wie Lanza und bla bla bla. Das war dann für mich so, ich bin in sein Auto gestiegen und es lief halt Lanza Onkels auf seinem MP3-Stick da und ich wusste halt, dass er irgendwie rassistische Züge hat und das war für mich so ein richtiger Upturner. Aber abgesehen davon, was auch Olli Schulz sagt, es ist egal, ob die Onkels recht sind, die Musik ist einfach scheiße oder man findet die Musik scheiße. Also ich finde sie zumindest scheiße. Ich finde sie scheiße. Aber ich glaube, dass Olli Schulz sich diese Meinung genauso gebildet hat, wie ich mir meine Meinung über Capital Bra gebildet habe. Man kennt so 2, 3 Songs, die gefallen einem nicht, aber Onkels sind scheiße. Wie viele Songs von den Onkels kennst du? Ich habe sehr, sehr viele gehört. Welche ich jetzt aufzählen kann, sind vielleicht 3 oder 4 oder 5 maximal. Aber ich habe sehr viel hören müssen, glaub mir. Ich will ja auch gar nicht, also das kommt vielleicht manchmal, ist ja ein Running Gag hier, ja. Ich bin jetzt auch gar nicht der allergrößte Onkels-Fan. Ja. Aber die haben auf jeden Fall, ich glaube insgesamt haben sie so vielleicht 100 Songs, würde ich sagen, jetzt geschätzt. Hm. Vielleicht noch ein paar mehr. Auf jeden Fall, ein Fünftel davon sind richtige Banger, meiner Meinung nach. Hm. So. Also keine Amnestie für MTV, das ist halt einfach, das geht so straff nach vorne. Es ist halt einfach ein guter Song. Möglich. So. Wie gesagt, ich bin da halt auch ein bisschen anders als du vielleicht. Wenn Hitler geile Songs machen würde, ja, würde ich mir auch anhören. Mm. So. Das verdirbt es mir. Wenn ich weiß, ein Künstler ist irgendwie rechts, dann ist er für mich raus. Es ist halt so. Auch Andreas Gabalier. Ja, aber das ist zu kurz gedacht. Nee. Also, was heißt, du kannst ja diese Prinzipien haben, da will ich gar nichts dagegen sagen, aber ich möchte mich nicht beschneiden, Dinge gut zu finden, ja, was dahinter steht. Wie zum Beispiel jetzt neueste Kontroverse in Joker, dem Film. Hast du mittlerweile gesehen? Ja, ja. Stimmt. Die Szene, wenn er dann quasi Joker ist, es ist nicht wirklich Spoiler, Leute. Also die auf der Treppe, so. Hat man auch im Trailer gesehen, er tanzt halt rum. Ja. Und da wird ein Song verwendet von einem Typen, der mittlerweile im Gefängnis sitzt, weil er irgendwie ein Kind vergewaltigt hat oder so. Mhm. So, neueste Kontroverse. Der Song wird halt nicht besser oder schlechter dadurch. Ja, wie bei Michael Jackson, dass man ja sagt, dass die Kunst größer ist als der Künstler. Die Leute sagen halt auch, oh, warum müsst ihr dann gerade den Song nehmen? Ihr wisst doch da, bla bla. Mhm. Dann heißt es vielleicht, macht ihr das mit Absicht. Aber im Grunde, wenn der Song halt gut ist und dann muss man halt auch die Vision des Regisseurs, okay, Todd Phillips will ich jetzt nicht zu viel zumuten, weil so geil war der bis jetzt mit Hangover und so nicht, muss ich sagen. Aber dann lass dem doch das. Der Song ist halt da und der Song hat auch nicht das Kind vergewaltigt, sondern der Typ dahinter. Ja. Ja, man hört den, also der hat nicht mehr Lyrics, soweit ich weiß, geht's irgendwie nur so hey, hey, hey oder irgendwie sowas. Ja, wie dem auch sei. Nee, ich will halt dann so einen Künstler nicht unterstützen. Ich weiß, ich höre auch Michael Jackson immer noch, aber erstens ist er tot. Und zweitens, ich habe halt eine extreme Abneigung gegen Nazis so. Und wenn ich so einen Funken höre, wie bei Andreas Gabalier, der sich so homophob äußert und so, dass sich Homosexuelle ja verstecken sollten, dann will ich ihn nicht hören. Ich würde es absolut verstehen, wenn du sagst, ich unterstütze den nicht und höre die Musik nur illegal oder sowas. Mhm. Aber wenn du die Musik trotzdem gut findest. Wie gesagt, die Onkels mag ich auch so nicht. Also auf Musik. Ich mag die Stimme von Kevin Russell nicht. Ich will die nicht hören. Ich hab dir 3 Songs geschickt. Ich hab sie alle gehört. Adios ist auch so geil. Da sind keine Lyrics, einfach nur Gitarre. Ja. Es ist so gut, das kannst du nicht leugnen. Wenn das von Rammstein wäre, du würdest es feiern. Ah ja, kann ja sein. Siehst du? Möglich. So, da sind keine Lyrics, da ist nichts Schrammeliges, das ist einfach nur ein schöner Song. Ich will es halt nicht hören. Ist halt ein Prinzip für mich. Die sind sehr erfolgreich. Und die teilweise bedienen sie das auch, das hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Die haben halt einfach diese Attitüde, was du machst, ist richtig. Und das übernehmen natürlich dann gerne Rechte oder halt besonders irgendwelche Dörfler, die einfach alle irgendwelche Idioten sind. Ich muss jetzt erstmal prinzipiell alle Dörfler beleidigen. Danke. Nee, aber halt irgendwelche Low-IQ Agrarwissenschaftler, die halt auf dem Dorf sind und nicht so viel haben und dann sich fragen, okay, was mache ich im Leben? Und die Onkels kommen daher und sagen, egal was du machst, du bist ein richtig geiler Typ. Und dann wirst du natürlich bestätigt. So. Das kann man ja auch aus beiden Seiten sehen. Man kann auch sagen, egal ob du trans, schwul bist oder behindert, du bist, wer du bist. Und es ist gut so. Aber die Rechten benutzen das ja. Wenn sich die LPP-Pipi-Pipi-Mann-Szene, das. Genau, so heißt das. Wenn die sich das auf die Fahne schreiben würde, jetzt die Onkels groß zu etablieren. Ja, warum nicht? Die Regenbogen-Onkels, ja. Die Regenbogen-Onkels. Ja. Die netten Onkels sind sie dann plötzlich. Den lieben Onkels. Nee, das wird nicht passieren. Ey, ich forciere das. Okay.
Ja, sonst noch was. Nena hat man, glaube ich, erwähnt. Nena finde ich auch heute noch gut. Ja, Neue Deutsche Welle hatten wir jetzt gar nicht, ne, so richtig. Ja, die haben gute Künstler hervorgebracht. Die wenigsten haben sich, sich gehalten. Da. Trio, großartig. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. HGIT, kennst du? HGIT, ja. Mhm. Mono für alle hatte ich neulich schon mal erwähnt, muss ich auch nochmal sagen. Richtig gute deutsche Band. Ja. Und einen kleinen Geheimtipp noch, kennt heutzutage auch fast keiner mehr. Mediengruppe Telekommander. Nie gehört, nee. Ne? Vielleicht spiele ich das am Ende mal ein. Ich glaube, das ist auch so eine Band, die wahrscheinlich nirgends bei der GEMA oder so ist, weiß ich nicht. Die sind so ein bisschen wie Beastie Boys, kennst du? Also ja, Hip-Hop, aber mit Gitarre. Sagen sie auch, ey, die klingen ja wie die deutschen Beastie. So richtig hässlich, ja. Aber irgendwie ist es super geil für mich, ich weiß auch nicht. Mediengruppe Telekommander. Klingt so ein bisschen wie die erste allgemeine Verunsicherung. Ist auch so ein langer Name. Die EAV, auch gute Band. Bild dir deine Meinung. Warte, ich spiel's mal ganz kurz. Vor 13 Jahren hochgeladen, so gut. Ich spiel's mal kurz ab. Übelst abgespaced, das ist so Musik, ich mag das. Die kann man nicht hören, wenn man Kopfschmerzen hat. Hast du das Video gesehen? Nee, aber ich glaube, mein größtes Lob geht echt an Mono für alle raus. Ich muss da unbedingt nochmal auf ein Konzert gehen. Und apropos Konzert, war ich vor 2 Monaten mit meinem Vater tatsächlich auf einem Konzert von Früchte des Zorns. Die muss ich auch noch mal. Kenne ich auch nicht. Muss ich noch mal erwähnen. Die machen so schon linksradikale Musik, würde man. Wie heißen die? Früchte des Zorns. Die spielen mit Gitarre, Geige und Schlagzeug. Und sehr gut. Ich mag's. Herr Rodes macht sich immer ein bisschen drüber lustig. Ja, der alte Liberale. Ja. Aber ich mag die sehr. Ich habe jetzt auch noch kennengelernt die Band Wespenmann, auch so eine Konzeptband. Okay. Die machen so Songs wie Stich mich und so. Ganz witzig, aus Berlin. Ich kenne den Sänger. Und Geisterwald. Okay. Die kommen aus der Schweiz und machen halt, also die machen so Metal, Hardcore ein bisschen, aber auf Deutsch, aber mit einem starken Akzent. Und ich mag das total, wie die halt Schweizer Akzent. Sie leben in der Schweiz, aber irgendwie merkt man beim Gesang, dass er kein Deutsch spricht. Naja, Schweiz spricht ja auch Französisch zum Beispiel. Ja, aber es klingt irgendwie anders. Er singt so, Gott liebt jeden. So ein bisschen komisch, aber also nicht so schief wie ich jetzt. Aber gefällt mir. Geisterwald, der Song Alte Körper. Die Lyrics klingen auch so ein bisschen so wie jemand, der kein Deutsch spricht, wie er versucht, einen deutschen Song zu schreiben. Okay. Und ich finde das voll interessant, wenn nicht Deutsche Deutsch singen. Okay. Ist ja Alltag für die Amerikaner und Briten. Die hören ja ständig aus der ganzen Welt Bands, die auf Englisch singen, aber Akzente haben. Und das kennen wir in dem Fall gar nicht so viel. Stimmt. Aus dem Schlager gibt es einige, so Bata Illich und so, die hatten auch so Michaela und so, hat seinen eigenen Reiz. Ja, und hier, wie heißt der? Roy Black? Nee, nicht Roy Black. Der war Deutscher. Ja, aber ja. Ich meinte den anderen, der nicht Black hieß, aber schwarz war. Roberto Blanco, ja. Aber der war ja auch, ist ja auch Deutscher. Ja, ich meine, aber der hat ja auch mit Akzent gesungen. Darum ging es ja gerade. Ja, stimmt. Ja, so einen ganz leichten. Ja. Wirklich leicht. Da lebt ja auch noch, ne? Ursprungsfrage. Welche Band sollte sich denn auflösen? Außer die Onkels. Ich wünsche es eigentlich wirklich keiner Band. Ich finde, wenn es Menschen gibt, die sich begeistern können für irgendeine Band, dann ist es angemessen. Aber also jede Band, die irgendwie Hitler gut findet, würde ich auflösen wollen. Okay. Ansonsten gibt es jetzt keine Band, wo ich sage, die stören mich jetzt total und ich gönne denen ihren Erfolg nicht. Also ich bin langsam an dem Punkt, obwohl es schon nachgelassen hat, ich habe langsam keinen Bock mehr auf diese weichgespülte Chartscheiße der letzten 5 bis 10 Jahre ungefähr. Mhm. Dieses Philipp Poisel oder wie sie heißen, dieses ganze, was er auch Jan Böhmermann parodiert hat, Menschen, Leben, Tanzen, Welt. Ja. Max Giesinger, diese ganze Scheiße da. Mhm. Dieses so halb emotionale und ich bin so emotional. Neue deutsche Welle quasi. Mhm. Das ist alles Müll. Das ist alles Müll. Alles weg damit. Naja, ich finde, man kann es schon hören, wenn es im Radio läuft oder man geht einkaufen. Hier im Edeka spielen die auch immer solche Popmusik. Und zum Rumdaddeln und so weg und so die Gedanken unterdrücken, die Depressionen. Dafür ist es ganz gut, aber ich würde es jetzt nicht privat hören auf Kopfhörern und vorm Rechner oder im Zug. Aber ich finde jetzt so Songs
Wenn sie tanzt, ist sie woanders. Das kann man schon mal hören, so im Vorbeigehen. Nee. Also klar, ich kann alles hören im Vorbeigehen. Ich bin da sehr tolerant, ja. Also eigentlich, ne, also kam jetzt vielleicht nicht so rüber. Aber, also Sean Paul ist so die Sache, bei der ich richtig raus... Sean Paul, ich hasse die Stimme von Sean Paul. Will be burning like a turning, ich hasse diese Stimme. Es ist so unangenehm für meine Ohren. Hm. Aber darüber hinaus, Nickelback finde ich auch immer so ein bisschen, auch dieses weichgespielte Rockmusik ist halt auch, aber Nickelback-Hypen ist halt auch ein Meme. Ja. Aber darüber hinaus finde ich eigentlich sehr tolerant und höre alles mal, ja. Hm. Auch Capital Bra kann man sich bestimmt in Ruhe mal anhören. Auf Partys finde ich Hip-Hop richtig dumm, auf Konzerten auch, weil du kannst halt dazu nicht abgehen. Alle stehen da und wackeln mit ihrem Arm hoch und runter, das ist halt für mich nicht feiern. Ich will dann schon irgendwas, wo du dazu abgehen kannst. Hm. Und dann wahrscheinlich schon eher noch so KIZ-Sachen in die Hip-Hop-Richtung, weil geht eher ab als aber diese weichgespülte Scheiße, ich kann es nicht mehr hören. Ja, es ist in Ordnung. Menschen leben, tanzen Welt. Ansonsten, ich wünsche es allen Bands. Ich wünsche mir halt von vielen Bands, dass sie sich auflösen. Richtig. Ich wünsche mir von vielen Bands, dass sie zurückkommen. Tic-Tac-Toe, ich freue mich auf ihr Comeback. Jetzt demnächst. Und eine Band, die ich richtig geil finde, aus München, Exclusive. Die lösen sich gerade auf. Also voll schade, weil sich der Erfolg nicht einstellt. Aber die sind richtig geil auschecken. Weil sich der Erfolg nicht einstellt. Der Erfolg nicht einstellt, ja. Es klingt falsch, aber es ist schon richtig, ne? Naja, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Nee, ich muss ja gerade drüber nachdenken. Der Erfolg stellt sich nicht ein. Wenn du jahrelang Musik machst, wie Exclusive. Aber etwas einstellen heißt ja auch, dass es ausfällt. Also, oder? Wir werden jetzt die Unterstützung einstellen. Ich finde dieses Wort einstellen eh komisch, aber auch verabschieden. Wir haben das Gesetz verabschiedet. Aber es kommt doch und geht nicht. Ist richtig, aber was auch dumm ist, bei einer Pistole, da drückt man einen Abzug, oder? Ja, stimmt. Man drückt, sagt man. Den Abzug betätigen. Aber es ist ein Abzug. Ja. Richtig dumm. Umfahren und umfahren. Auch so. Richtig dumm. Gefrierbrand. Ja. Die deutsche Sprache, Doppelhaushälfte. Wir hatten sich so einen Scheiß ausgedacht, ja? Deutsche Sprache. Stimmt. Ja, aber Deutsch ist toll. Also ich finde Deutsch schon echt gut. Ich glaube wirklich, dass deutsche Texterei mehr Potenzial hat als Englisches. Klingt nicht so gut, aber ich glaube, du kannst viel mehr machen mit der deutschen Sprache, weil das dieser Satzbau, ne, weil wir diese zusammengesetzten Substantive und sowas haben. Und ich glaube tatsächlich sowas wie Japanisch, ich glaube, da gibt es nicht so viel zu holen. Also ich habe jetzt wirklich nur ganz rudimentäre Kenntnisse, was das angeht. Aber zum einen klingt japanischer Gesang für mich ganz komisch. Ich glaube, du kannst in Japanisch einfach nicht so geil reimen. Dadurch, dass die haben ja so einzelne Silben. Eigentlich, ich weiß es nicht. Was war das für eine Sprache? War das Japanisch oder Chinesisch, wo sich fast alles irgendwie reimt, wo das so einfach ist? Kann das sein, dass es Japanisch war? Also wahrscheinlich eher beim Chinesischen. Da gibt es ja auch das Cheng zum Beispiel. Es gibt 7 verschiedene Varianten, Cheng auszusprechen. Ka-Ching. In dem Moment geht's Katsching am Handy, ja. Ja, aber egal, wir wollten bei Deutsch bleiben. Ja, wir sind auch jetzt schon wieder über die Zeit. Eine deutsche Sprache, ich finde auch deutsche Musik eigentlich interessanter, aber ich höre derzeit sehr viel Englischsprachiges, halt wie Ghost zum Beispiel oder Lordi. Das sind halt so englische Sachen, die schon geil sind. Und man kann mit Deutsch aber eigentlich viel mehr anstellen. Auch da muss ich jetzt zum letzten Mal für heute Falco erwähnen, der hat ja mit der Sprache so krass umgegangen, auch mit verschiedenen Sprachen. Er hat Songs wie Junge Römer, die sind 3-4-sprachig oder auch, wo er mal Japanisch einfließt, mal Griechisch und so. Und du merkst in seinen Songs manchmal nicht, wo jetzt der Switch ist von Englisch und Deutsch, wo auch mal ganz sinnlos so singt, What im Himmel makes us going there und so. Das sind dann so richtig crazy Sachen, die aber Sinn irgendwie ergeben und die cool klingen. Für mich ergibt es jetzt ohne Kontext erstmal nicht so viel Sinn, dass der Himmel da Deutsch sagt. What aber im Himmel makes us going there? Ja, ist halt irgendwie dumm. Auch dumm. Aber echt. Wenn du gegen meine Onkels hatest, muss ich auch den Falco mies reden. Mach das gerne. Es sind ja nicht mal meine Onkels. Ich glaube, Onkels wären. Meine Onkels. Es sind nicht mal in meiner Top 5 aus Deutschland, oder? Obwohl. Haben wir eine Top 5? Wollen wir das zum Schluss vielleicht noch machen irgendwie? Top 5 aus Deutschland, aus Deutschland müssen auf jeden Fall Ärzte auf 1 sein bei mir. Fuck, vielleicht sind die Onkels doch in meiner Top 5. Also Jennifer Rostock würde ich so gefühlt auf. Naja, auch nicht, oder? So viele Deutsche. Mono für alle ist auf jeden Fall auch drin. Mono für alle würde ich auf die 3 setzen, glaube ich. Obwohl ich noch nicht mal weiß, ob der 2 ist. Fahren Urlaub würde ich mal rausklammern, obwohl. Ja, ich weiß, ne? Mache ich auch immer so, dass ich auch eher sage, die Ärzte höre ich und in Rammstein auf jeden Fall. So viel Deutsch höre ich gar nicht, Falco jetzt, wo ich es gerade überlege.
Doch Früchte des Zorns würde ich tatsächlich auch auf die 4 setzen oder so. Mhm. Nee, ich glaube, die Onkels sind nicht mit drin. Die Onkels wären dann 6 oder 7 oder so. Ah ja, gut. Ja. Es schwankt ja auch. Ich höre mal die Band mehr und die Band mehr. Ich war auch mal Riesenfan von Daniel Würz zum Beispiel, von Sub 7. Aber der macht auch inzwischen irgendwie Scheißmusik. Die Prinzen höre ich vorher gerne immer noch. Auch wenn sie inzwischen nicht mehr singen können, die alten Herren. Aber so die alten Songs von denen finde ich grandios. Ich habe gerade eine geile Idee gekriegt, wie ich dieses... bin ich das? Nee. Wie ich dieses Ding beende. Ich kann ja immer mal so ein bisschen andere Musik einblenden. Und dieses Mal gibt es wieder Frühling im Herbst von Blickwinkel. Kennst du das? Ich habe das ganz, ganz früher für die alten Videos verwendet. Ich spiele... Und dann lasse ich es hier übergehen. Ich spiele es jetzt vom Handy ab und dann lasse ich es übergehen ins Outro. Schön. In den ganz alten Videos habe ich das verwendet. Das ist eine Punkband aus Hamburg. Alter, wie viele Kommentare von mir da drunter sind. Jedes Jahr, geil, immer noch geil. Ich habe sogar die Lyrics darunter gepostet vor 8 Jahren. Oh. Großartig. Ein Service-Post. Ja, also vielen Dank, liebe Leute. Vielen Dank an Patrick fürs Spenden. Er hat 20 Euro, da versagt mir direkt die Stimme vor Freude. Und, ein schönes Thema, Trailer Park. Wir können abschließend sagen, eine okaye Band, aber wir werden sie nicht vermissen. Also ich nicht, aber ich glaube, innerhalb der deutschen Bands war das bestimmt schon eine der besseren. Ja, ich denke auch. Sie waren auf der richtigen Seite und Alligator gibt es immer noch und der ist für mich der spannendste von den Boys. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge mit Überlänge mal wieder. Und wir hören jetzt Blickwinkel. Großes Lob geht raus an diese Band.